Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Sehr geil, dass ihr wieder mit am Start seid. Hier zu einer weiteren Ausgabe der Gothic 1 Othello Mod. Ich habe jetzt nur mal nachgeguckt und tatsächlich ist es so, dass Kapitel 4 erst startet, wenn man alle Foki tatsächlich gefunden hat und zu Saturas gebracht hat. Das vierte Kapitel heißt wohl Xardas. Ich habe das schon wieder komplett außer Acht gelassen. Allerdings ist es so, dass das jetzt hier schon Folge 30 ist. Ja. Und das bedeutet, wir sind, glaube ich, schon so, wir haben die Hälfte jetzt schon hinter uns. So von der, auch von der. Ah. Okay. Also das heißt, wir haben jetzt schon die Hälfte des Let's Plays, würde ich sagen, hinter uns. Weil ich habe gestern mal so ein bisschen im Bett gelegen und überlegt so, naja gut, wir müssen jetzt noch die Fokussteine holen. Und dann ist ja das altbekannte Gothic 1 Problem. Danach geht die Story ja ziemlich straight. Also wirklich ziemlich straight. Wir kennen das ja alle, das Ding bei Gothic 1. Da passiert ja dann nicht mehr viel, auch Sidequest-mäßig nicht mehr so viel. Und daher habe ich mich jetzt dazu entschlossen, den Renderer jetzt schon zu aktivieren. Weil ich glaube nicht, dass wir jetzt noch mal 30 Folgen brauchen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das heißt, wir sind jetzt ehrlich gesagt schon so ein bisschen bei der Hälfte durch. Und ich habe ja gesagt, ich möchte die Hälfte des Let's Plays ohne Renderer und die andere Hälfte mit Renderer spielen. Weil, ja, die Abstimmung halt 50-50 war. Und ich glaube, sowas habe ich echt noch nie erlebt, ehrlich gesagt. So. Daher habe ich den Renderer jetzt aktiviert. Und wir spielen jetzt sozusagen mit Renderer zu Ende. Ich dachte jetzt kurz, jetzt kommt der Troll zu mir hergerannt. Aber das ist zum Glück nicht der Fall. Ja, und jetzt gibt es halt auch kein Zurück mehr. Jetzt ist der Renderer einmal installiert und jetzt kriege ich den hier nicht wieder raus. Also jetzt ist es so. Ja. So, wir nehmen ja alles mit. Ich gehe jetzt doch nochmal kurz in die Einstellung, weil das kam jetzt doch etwas laut vor. Oder meine Kopfhörer sind einfach nur gerade ziemlich laut aufgedreht. Aber gut. Ja, Munition werde ich jetzt hier natürlich nicht verschwenden. Wie gesagt, es ist jetzt halt wirklich so, dass wir jetzt viel nur noch leveln müssen. Also es ist jetzt wirklich nur noch straight Hauptquest. Und halt zwischendurch mal vielleicht eine Folge nochmal zwischenschieben, wo man sagt, okay, man geht jetzt nochmal leveln, aber mehr ist es halt nicht mehr. Also, das war's danach. Da kommt schon Xardas, da kommt das Problem mit der freien Mine und das war's dann. Danach ist legit Schluss. Also, es sei denn, die Mod überrascht mich jetzt nochmal mit einer riesigen Nebenhandlung. Was ich mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Dementsprechend, ja. Wenn jetzt hier oben auf jeden Fall nochmal aufräumen, ein bisschen. Für Level Up, könnte es noch reichen. Gucken wir mal. So, da haben wir ein paar Snapperinos. Das war zu spät. Die machen trotzdem noch echt gut Schaden. Wirklich, muss man sagen. Der Schaden ist immens. So, aber wir haben mittlerweile so viel Heilmittel gesammelt, dass das kein Problem ist. Bist du, ich habe schon wieder vergessen, die ganzen Dämonenpilze zu essen. Weil es ist jetzt mittlerweile der nächste Tag schon, wo ich hier aufnehme. Und da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Ach man, ich hätte mir so eine Checkliste mal machen sollen. Eine Checkliste, bevor die Aufnahme startet, so. Alle Pilze gegessen, alle Bündel geöffnet. So, aber hier oben müssen irgendwo noch Warane sein. Weil die haben da unten reflektiert. Ja, genau, da sind sie. Ich sehe sie. Die haben da unten an einem Vorposten, an dem Stein dort reflektiert von der Sonne. Wie spät haben wir es denn jetzt in-game? Ach, ist schon Abend, okay.
Na gut, das heißt, ich werde jetzt hier oben noch clearen und dann, bevor ich dann zur Fokussuche aufbreche, werde ich nochmal schlafen gehen, eine Runde. Und bitte nicht alle zusammen, weil das wäre, glaube ich, ein bisschen eklig. Einer ist okay. Wie er mich anguckt. Er wägt noch ab. Jetzt hat er sich auf mich eingeschossen. Oder auch nicht. Oh shit. Das ist das Geld. Geht klar. Das geht doch alles klar. So, jetzt wird es wirklich schon knackig dunkel, muss man mal sagen. Ja. So. Gib mir mal bitte eine Fackel. Die gute alte Fackel. Hat mehr Stil als der Lichtzauber. Das Einzige, was mich halt auch immer ein bisschen stört, muss ich sagen, an der Fackel ist, ist, wenn man die Waffe zieht, der die Fackel fallen lässt. Ja, ich gebe zu, das ist realistisch. Ne? Gerade wenn man schnell handeln muss, dann kann er die Fackel nicht erstmal ausmachen und wegstecken. Das verstehe ich. Aber ich fände es praktischer, wenn er die Fackel einfach ins Inventar zurücklegt. Oh, eine Drachenwurzel ist hier. Oder wie Meriadoc sagen würde. Nee, Meriadoc nicht. Peregrin Tuck. Pilze gibt's hier. Oder Drachenwurzeln gibt's hier. Na, Pilze natürlich auch. Ja gut, diese Wölfe da. Den teste ich jetzt mal eine neue Armbrust aus. Ich bleib dabei, das Kampfsystem in Gothic 1 ist recht clunky. Ich glaube, das ist jetzt auch keine allzu neue Erkenntnis. Ich glaube, viele von euch wissen das auch. Zu dem Troll werde ich garantiert nicht zu nahe kommen. Warum hast du jetzt das Schwert nicht gezogen? Das ist jetzt schon das zweite Rudel, wo es mir aufgefallen ist, wo ein Orkhund dabei ist. So als ob der Orkhund quasi das Alpha-Tier wäre bei den Wölfen. Finde ich ja auch sehr interessant, muss ich sagen. Ob da oben noch was ist? Naja, das Schattenläufer ist da oben, da gehe ich garantiert nicht hin. Den Schattenläufer habe ich noch keine Chance. So, was wir jetzt aber auf jeden Fall machen werden, ist hier nochmal mein Fleisch zubereiten. Kann ich nicht mit den Dingern interagieren? Okay, das geht hier irgendwie nicht, seltsam. Na gut. So, wir braten erstmal das ganze Fleisch. Da muss ich kurz niesen, sorry. Ah, die Drachensuppe kann ich auch noch nicht machen. Ich habe erst nur eine Drachenwurzel gefunden. Also brauche ich auf jeden Fall mindestens noch eine zweite. Aber ich bin mir sicher, in manchen Gebieten, wo ich jetzt noch nicht war, wie zum Beispiel ne, der alten Klosterruine und dem Ork-Gebiet und so, da wird es sicherlich noch die eine oder andere Drachenwurzel zu finden geben. Da glaube ich daran. Aber so, ja. Wir können da nochmal kurz zu Silas gehen, ehrlich gesagt. In die Kneipe. Ich hoffe, die lassen mich rein. Das wäre auch mies, ne? Sobald man die Schürferklamotte auszieht oder nicht mehr besitzt, dass die einen nicht mehr reinlassen. So nach dem Motto, ey, du bist ein Templer. Oder dass die halt auf die Gilde reagieren, so nach dem Motto, ey, du bist ein Templer, du kommst ja nicht rein. Wobei, warum sollten sich Banditen
einem Templer widersetzen, so. Die wissen, dass sie kampfmäßig da... Eigentlich lassen wir ja nur unsere Jungs hier rein, aber gegen die Bruderschaft kann man wirklich nichts einwenden. Vor allem nicht, wenn die Jungs was zu rauchen dabei haben. Das ist ja geil. Ich habe ein paar Krautstängel bei mir. Hier, nimm einen. Warte mal. Hab doch nichts. Na toll! Gar nichts dazu. Denk beim nächsten Mal an mich. Aber behalt's für dich. Muss nicht gleich jeder wissen. Das ist ja geil. Das kannte ich auch noch nicht. Das ist super. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Solange ich will was trinken. Dann musst du zahlen. Erstmal abwarten. Okay, die Frage ist, hast du Erz dabei? Du hast Erz dabei. Sehr gut. Und 5 Nordmacher Bier, der Kollege am Start. Nice. Ich brauche noch ein paar normale Bier und ein paar Reisschnaps. Reissuppen bräuchte ich eigentlich noch. Aber der hat keine Reissuppen, ne? Oh Mann. Ich kaufe jetzt noch ein bisschen Reis, so. Ich kaufe jetzt auch noch ein bisschen Wein und ein bisschen Wasser für irgendwelche Rezepte, die ich vielleicht noch rumliegen habe. Genau, jetzt die Dinger gehen weg, die gehen weg. Man darf auch nicht alles glauben. Ja, diese Ach, jetzt habe ich schon wieder 42 von diesen Dämonenpilzen. Habe ich jetzt schon wieder. Krass. Mann. Ich werde die nie alle aufbrauchen. Gequatscht wird viel. Also doch, muss ich, werde ich. Kein Problem. Aber behalt's für dich. Lass uns muss nicht gleich jeder was anderes reden. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Genau, das ganze Sumpfkraut hier kann man weg. Wahrscheinlich hast du recht. Ich glaube kaum, dass ich darauf erinnere. In einem Herzblock, das passt schon. So. Das passiert mir nicht nochmal. Kann ich mit dir nochmal handeln? Tatsächlich. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Hast du noch Erz dabei? Für dich muss nicht gleich jeder mal wieder die okay, er hat Bolzen und Heilung dabei. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich glaub, die Bolzen nehme ich sogar mal. Genauso wie die Heilung. Die Eispfeile, die brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht. Die sind jetzt nicht so stark, dass ich die jetzt unbedingt bräuchte. Haben wir noch ein bisschen Schund, der weg kann. Zunge eines Varans, klebrig bei Berührung. Material für Schmuck, okay. Damit habe ich jetzt eh nichts am Hut, großartig. War nicht besonders schlau. 93. Ich damit nichts zu tun habe. An der Geschichte muss Mist. Was dran sein. Ach gut, 1 ist okay. So, sehr gut. Haben wir unsere Vorräte ein bisschen aufgerührt. Kann ich mit dir reden, Balisitro? War nicht besonders schlau. Lass uns lieber erwache. Okay, er reagiert leider nicht auf meine Gilde. Schade. Aber gut, das ist ja okay. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Das ist wirklich schon lange geklärt. Leg mich jetzt nochmal schlafen. Da ist er wieder. Der einsame Schürfer, der an der Mauer wartet und in den Westen rüber will. Warte, habe ich ein paar Bananen dabei? Ach shit, ich habe keine Bananen dabei und keine anderen Südfrüchte. Ah, wobei, Weintrauben. Komm hier. Hier ist ein paar Weintrauben. Weintrauben sind zwar keine Südfrüchte jetzt in dem Sinne, aber... Hier, kleines Westpaket für dich, mein Freund. Geiler Typ. Ah, schön. Den Witz kann auch nur ich bringen, weil ich Dresdner bin. Oh shit, ich habe die Akrobatik vergessen. Wenn man vergessen hat, dass man akrobatisch ist. Ist schon im Muskelgedächtnis übergegangen. Fühlst dich erholt. Sehr schön, so soll es sein. Gut, die Fackel können wir jetzt, glaube ich, ausmachen. Wo es regnet, glaube ich, ne? Oh, yo, der Nebel. Oh, holy shit, das sieht ja aus wie bei mir an der Elbe manchen Morgen. Das sieht man auch fast die Hand vor Augen nicht. So extrem jetzt vielleicht nicht, aber das ist ja krass. Der Regen, Alter. Wie übertrieben darf es sein, ja. Okay, er hat leider meine Weintrauben verschmäht. Deshalb nehme ich die jetzt wieder mit. Aber gut, dann ist es so. Naja, dann ja, gut Regen jetzt, ne? 50% von über 400 Leuten, die abgestimmt hatten, die wollten, dass der Renderer drin ist. Jetzt habt ihr einen Renderer. Viel Spaß. Jetzt müssen wir auch mit diesem Regen klarkommen. So. Na dann, jetzt geht's auf zur Fokussuche. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehe. Ich glaube, ich hebe mir die Bergfestung fürs Grande Finale auf, ehrlich gesagt.
Also wir werden wahrscheinlich zuerst jetzt zu Diego gehen, dann zu Gorn, dann Milton, dann Lester. Ich glaube, so rum machen wir es. Ja. Weil die Bergfestung ist, glaube ich, ein bisschen... Ich glaube, die Bergfestung würde ich sogar am gefährlichsten einstufen. Weil wir dort viel alleine machen müssen. Also viel alleine kämpfen müssen, ohne Lester, das ist das Ding. Und vorher bei Diego... Da macht Diego vieles alleine. Mit seinem Bogen. Tötet er viele Goblins. Ich weiß ja natürlich jetzt nicht, wie es hier ist. Kann natürlich sein, dass es nochmal ein bisschen anders gestaltet ist. Bei Gorn, der folgt uns auf Schritt und Tritt. Und der ist ein super starker Kämpfer. Und der wird vieles, viele Gegner platt machen können. Bei Milton ist es ähnlich. Wobei wir da auch schon sehr viel alleine kämpfen müssen. Aber das geht relativ schnell, weil der Wächter halt alleine ist. Also es könnte noch ein bisschen entspannter sein. Wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, und bei Lester ist es halt so, da muss man halt sehr viel alleine machen. Ohne dass Lester da mitkommt durch die Bergfestung. Deshalb. Und ich kann die Harpien jetzt noch nicht so genau einschätzen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie stark Harpien sind. Wobei, da fällt mir gerade ein, bei Diego müssen wir auch alleine gegen ein paar Harpien kämpfen. Müssen wir mal gucken, wie stark die sind. Aber bei Harpien kann ja manchmal passieren, dass sie sich verbuggen und dass sie dann über einem hängen. Und dann kann ich mit einer Armbrust, die ich jetzt zum Glück habe, da zum Glück ein bisschen was regeln. Also, das passt schon. Oh, warte mal, ich sehe gerade was. Da kommt man hoch. Da ist ein Erzklumpen. Das ist ja geil. Okay. Da muss ich erstmal direkt hin. Direkt hoch und versuchen, da ranzukommen. Okay, ich speichere hier erstmal. Schon lange nicht mehr gespeichert. Perfekt. So soll es sein. Ach, Mann. Okay. Ja, klar, jeder kennt's. Jeder geht so Berge hoch. Erstmal mit einer Rolle vorwärts, irgendwie den Felsen hochhangeln. Ach, Mann. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Irgendwie muss es gehen. Ach, um Gottes Willen. Alter. Okay, geht's vielleicht von der anderen Seite? Warum kannst du denn dich nicht immer vernünftig an so einem Felsen hochziehen? Was ist denn los mit dir, Held? Bist du dumm? Was ist denn los mit ihm? Warum geht das noch? Das normale Springen geht nicht mehr. Kann das sein? Der kann nicht mehr normal springen. Der kann nicht mehr normal springen. Es ist wie als ob's... Ist das verbuggt jetzt? Der kann sich nicht mehr normal hochziehen an irgendeinem... Der kann nur noch diese Rolle vorwärts machen. Okay, ich glaube, es ist buggy. Ich glaube, das ist nicht mehr möglich, normal eine Felswand hochzuhangeln. Naja, gut. Ich befasse mich da jetzt nicht mehr mit. So, Elixier des Lebens haben wir hier noch. Fackel, Erzbrocken. Okay. So, wir speichern hier nochmal. Dann begeben wir uns mal Richtung Diego. Ich bin sehr gespannt, was uns erwarten wird hier oben. Sehr gespannt. Ich nehme erstmal meine Armbrust ein bisschen zum Abscouten. Alter Multiplayer-Trick. Gothic-Multiplayer-Trick. Das hat man, glaube ich, auch als Metagaming bezeichnet. Mit einem Bogen oder mit einer Armbrust durch die Gegend zu laufen, um Gegner schneller zu erkennen oder NPCs oder halt andere Spieler. Aber hier sind echt keine Snapper, ne? Normalerweise sind ja hier ein paar Snapper am Start, aber hier sind irgendwie keiner. Ich habe jetzt hier auch nicht schon vorher irgendwie durchgespielt und hier schon mal Sachen geklärt oder so. Das kann ich schon mal sagen. Ich meine, Quentins Räuberbande war ja auch nicht hier, also... Junge, wie viele Pflanzen es hier noch zu holen gibt.
wisst ihr, was ich mir vorstellen kann? Gerade auch zu diesen Dämonenpilzen nochmal. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Dämonenpilze, die waren ja ursprünglich gar nicht im normalen Gothic 1 drin, ne? Das kann ich mir, das ist ja ein Fakt. Da kämpft Hero schon. Ich kann mir vorstellen, dass die Modder, nachdem die angefangen haben, das Spiel zu rebalancen, dass die angefangen haben, diese Dämonenpilze reinzusetzen als Balancing-Maßnahme. Hey, ich dachte, du wärst tot. Das eine oder andere Mal habe ich das auch gedacht. Seit unserem ersten Treffen ist einiges passiert. Ich hörte, du warst nicht ganz unbeteiligt daran, dass die große Beschwörung stattfinden konnte. Du kriegst ja anscheinend eine ganze Menge mit. Mehr als du denkst. Jetzt bist du auf Fokussuche? Ja, hier in der Gegend muss es irgendwo einen geben. Ich weiß, wo einer liegt. Es gibt da nur ein Problem. Ich verstehe. Was willst du haben? Du hast tatsächlich gelernt. Aber das meine ich nicht. Nein? Was ist dann dein Problem? Ein 3 Tonnen schweres Problem. Lass uns gehen. Du wirst es gleich verstehen. Und dann haben sich die Modder gedacht, okay, unsere Mod ist mittlerweile so schwer, dass, ich sag mal, so normale Casual-Spieler wie ich da echt dran zu knabbern hätten, da irgendwie voranzukommen und vielleicht der Frust ins Unermessliche steigen könnte bei manchen Szenen. Weil ich sag mal so, ich bin ja jetzt schon ein Spieler, der jetzt nicht groß Geduld hat. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch jetzt nicht so unbekannt. Ich glaube, die Leute, die mich regelmäßig gucken, regelmäßig verfolgen, die wissen, dass ich sehr unbekannt bin. Ja, dass ich auch sehr unbekannt bin. Auf der linken Seite dieser Schlucht gibt es einen Höhlengang, der zum Fokusplatz führt. Alles klar. Doch zunächst sollten wir dieses Ungetüm da drüben loswerden. Versuche, eine Schwachstelle oder irgendeine Möglichkeit zu finden, wie wir den Troll kleinkriegen können. Ich lenke seine Aufmerksamkeit auf mich. Also ja, wie gesagt, die Tatsache, dass ich sehr ungeduldig bin, ist durchaus bekannt für Leute, die mich konsumieren, die meinen Content konsumieren. Und da kann ich mir gut vorstellen, wie gesagt, dass die Modder gesagt haben, boah, wir müssen irgendwas einbauen, um noch schnell noch mehr an Erfahrungspunkte zu kommen, sonst kann es halt sein, dass viele Spieler halt gefrustet sind und da nicht mit klarkommen. Was mich überrascht, hier sind gar keine Goblins. Das finde ich sehr seltsam. Das war fantastisch. Mann, du hast ja einiges drauf. So, jetzt hol dir den Fokus. Ich passe auf, dass keine weiteren unangenehmen Überraschungen auf uns zukommen. Ich hätte ehrlich gesagt jetzt aber erstmal Lust, da drüben in den Schacht reinzugehen. Jo. Vielleicht mache ich das erstmal. Ach ja, gut. Die Sache hat sich schnell erledigt. Aber interessant, das sind keine Goblins hier. Aber mal gucken, ob die Goblins jetzt hier spawnen, wenn ich den Schalter betätigen will. Aber Diego ist ja da, also, naja, ist gut. Die Winde scheint zu klemmen. Lass mich mal, vielleicht kann ich da was machen. Papi Diego, so, die Winde klemmt. Jetzt sollte es eigentlich wieder gehen. Okay, wo läuft er denn hin? Na ja, gut, das sind nur ein paar schwarze Goblins. Oder? Zusammen mit Diego in die Schlacht. Welch ein episches Gemetzel. Boah, ich hätte ja schon ganz gerne die ganzen Schwerter, ne? Ja, aber andererseits, die sind ja auch nichts wert, also. Egal. Ich glaube, er wartet jetzt hier, oder? Oder? Was machst du? Wo geht er denn jetzt hin? Was ist denn hier los? Okay, er wartet hier. Hol dir den Fokus. Ich warte hier. Na gut, dann gucken wir mal. Jetzt ist, glaube ich, jetzt mein erstes Mal, dass ich jetzt gegen Harpien kämpfe. Ich bin gespannt, ob wir was ausrichten können oder ob wir viel zu früh hier sind. Im Sinne von, wir müssen noch ein paar Level aufsteigen. Aber das werden wir uns gleich sehen.
Das sind jetzt erstmal nur drei. Schaden ist annehmbar. Okay, ich mach gar keinen Schaden. Ah doch, mit Crit mache ich Schaden. Ist gut. Oh Mann, okay, das ist wirklich unangenehm, gegen die zu kämpfen. Ah, das muss ich neu laden. Alter, ich treffe sie halt nicht. Die kleinen Stampen. Hab ich das laut gesagt? Weil diese lieben, mystischen Kreaturen. Tschüss. Diego? Tu dir keinen Zwang an. Diego so, that's my beer. Hold my beer. Sie ist echt cool. Diego, bester Mann. Und Diego so, hold my beer. Hold my longbow. Ja, ein Ork-Hetze und ein Smaragd und ein paar Pfeile. Hat schon mal jemand versucht, den Fokus zu holen. Diego, schaffst du es? Ah, das ist genau dieser Bug, den ich... Ja, wobei, naja, Bug kann man eigentlich nicht sagen, aber... Hey, du hast den Fokus also gefunden. Sehr gut. Ich werde mal wieder die Lage im alten Lager prüfen. Viel Glück noch. Sieh zu, dass du am Leben bleibst. Wir werden uns wiedersehen. Das werden wir. Mach's gut. Ich habe 5 Lernpunkte, also ich könnte theoretisch beim Trainieren sogar noch gleich. Kannst du mir was beibringen? Ja. Das ist ja wunderbar. Wobei, ich würde jetzt diesmal tatsächlich sogar 5 auf Vitalität ballern. Damit wir mehr Lebensenergie haben. Komm mal wieder. Mach's gut. Jetzt haben wir 420. Das ist, glaube ich, ganz gut. Wir müssen ein bisschen mehr aushalten können. Ein bisschen tankier sein. Weil unser Schaden ist, denke ich mal, okay. Also ist passabel. Klar, könnte immer besser sein. Aber ist jetzt sicherlich nicht super schlecht. Ich hänge wahrscheinlich jetzt nicht so super krass hinterher. Es geht schon. Aber ja, könnte natürlich immer besser sein, ne? So. Healen wir uns mal voll. Das ist toll. Ich lächelte. Ups. Noch etwas Kohle. So, jetzt würde ich tatsächlich aber nochmal einen Abstecher machen zu Quentins Räuberlager, weil, also... Ich würde jetzt einfach mal interessieren, warum die am Anfang nicht da waren. Vielleicht spawnen die halt wirklich erst, wenn man irgendwie ein paar Kapitel vorangeschritten ist. Vielleicht spawnen dann Quentins Räuber. Oder ist es wirklich so geplant, dass die nicht hier sein sollen, sondern halt dort, wo ich sie beim Nebelturm gesehen habe. Da waren so ein paar Banditen, ein paar Räuber. Ich weiß aber nicht, ob das Quentins Räuber halt waren oder ob das halt irgendwelche anderen Räuber waren. Einfach nur irgendwelche normalen Räuber. Aber kann gut sein, dass die jetzt hier nicht hier sind. Aber wir gucken einfach mal. Wir werfen einfach mal einen Blick hier hinten hin. Okay, komm, wir machen es jetzt mal in Manier eines klassischen Jägers. Ja, aber ich sehe tatsächlich niemanden. Hier ist einfach niemand. Warum? Das verstehe ich nicht. Warum ist hier niemand? Ich meine, es sind ja nicht mal Viecher hier. Es sind nicht mal irgendwelche Scavenger oder so. Hier ist gar nichts. Hier ist einfach nichts. So, als ob man vergessen hätte, hier irgendwas hinzumachen. So wirkt das irgendwie auf mich. Sehr strange. Das ist echt seltsam. Oh, na gut. Dann ist das leider so. Hier ist einfach nichts. Nix und niemand. War hier irgendwas drin? Nee, hier ist auch gar nichts drin. Also das ist echt komisch. Oder hier kommt vielleicht noch was. Erst im Kapitel 4 oder 5 oder so. Vielleicht spawnt dann hier erstmal noch was oder so. Vielleicht gibt es noch irgendeine Sidequest, die mich hierher schickt nochmal. Wo dann nochmal was stattfindet. Das kann vielleicht doch sein. Aber im Moment bin ich da gerade ein bisschen überfragt. Naja. Mein Besuch hier war nicht komplett sinnlos. Ich habe hier noch eine Heilwurzel gefunden. Alles, was Heilung bringt. Und Sonnenkraut, wunderbar.
Na schön, dann gehen wir mal zu... zum Bergkloster. Brechen wir mal in die Richtung auf. Wisst ihr, was ich glaube ich machen werde? Ich werde das glaube ich so machen, dass ich jeden Fokusstein in einer einzelnen separaten Folge holen werde. Aber damit die Folge jetzt nicht zu kurz ist, werde ich dann auch zwischendurch immer so kleine Level Parts noch in die Folgen quasi mit reinnehmen. Dass wir quasi jetzt sagen, jetzt haben wir uns den ersten Fokus geholt für diese Folge. Das heißt, in der nächsten Folge holen wir uns den Fokus mit Gorn. Aber damit die Folge jetzt nicht schon vorbei ist, ich könnte jetzt natürlich in einer halben Stunde jetzt sagen, okay, jetzt ist gut. Danke fürs Zusehen. Aber wir können uns noch in der Gegend noch ein bisschen umgucken und uns quasi in Richtung Bergkloster schon mal begeben. Und auf dem Weg dorthin halt noch ein paar kleine Abstecher hier in die Natur machen. Noch mal ein bisschen ein paar Viecher killen. Vielleicht nochmal ein Level aufsteigen. Vielleicht können wir sogar nochmal schnell ins alte Lager gehen und nochmal handeln. Ein bisschen Erz ausgeben. Einkaufen meine ich. Erz tauschen. Ja, ihr wisst, was ich meine. So ein bisschen Erz, das muss schon sein. Die Warane kann ich mir ja auch nochmal gleich holen. Buch der Intelligenz haben wir hier noch. Und eine Kiste. War links, rechts, rechts, links. Das war eine gute Kombi. So. Ein umgestürzter Baum. Was kann ich denn mit dem machen? Kann ich mit dem interagieren? Irgendwie kann ich nichts mit dem machen. Wenn einer von euch weiß, was man mit dem machen kann, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Kann ich den anzünden? Das erste, was... mein fünfjähriges Ich, Holz kann es brennen. Nee, passiert nichts. Okay, schreibt da gerne mal in die Kommentare, was man damit machen kann. Ui, der Smaragd ist ziemlich viel wert. Den können wir zu gutem Erz machen, auf jeden Fall. Haben wir noch einen Lebenselixiertrank, sehr gut. Geschicklichkeitstrank, noch besser. Sehr schön, sehr schön. Okay, achso, warte mal, was ich nochmal machen wollte, ist mir gerade eingefallen. Im Tagebuch, weil ich habe gerade irgendwie so drüber nachgedacht, wie cool wäre es denn, wenn wir so eine Statistik nochmal hätten, was für Viecher wir gekillt haben. Ich glaube, das steht im Tagebuch drin. Guck mal. Ruf altes Lager 1, neues Lager 64, Bruderschaft des Schläfers 0. Warum auch immer. Attribute, Geschicklichkeit in den ganzen meiner Leben. Schmiedekunst, nein. Trophäen, nein. Alchemie, nein. Komisch, ich dachte, hier wäre noch ein Eintrag darüber drin, wie viele Viecher wir getötet hatten. Aber dann habe ich das jetzt gerade mit einer anderen Mod verwechselt irgendwie. Wahrscheinlich. Aber gut, ist nicht schlimm. So, na gut, dann gehen wir nochmal ins alte Lager. Es könnte vermutlich mein letzter Besuch sein. Vielleicht. Vielleicht ist das mein letzter Besuch. Ich überlege gerade, wie ich laufe. Vielleicht mache ich es doch so. Vielleicht. Nee, das geht nicht. Achso, oder? Boah, das wird übel. Ich überlege gerade, wie wir dann weitermachen, wenn wir bei Gorn waren. Und die Sache ist ja. Die Sache ist ja, dass wir zur Bergfestung müssen. Und auf dem Weg zur Bergfestung, wenn wir jetzt vom Sumpflager auskommen, dann ist es ja so, dass wir da ins Gebirge hoch müssen. Und in Gothic 1 waren da super viele Bluthunde. Oh shit, und ich habe vor den Bluthunden echt Angst. Also wirklich, vor den Bluthunden habe ich richtig Angst.
meine, ein so ein Bluthund, ich glaube, es war das letzte oder vorletzte Folge, war das noch. Ein so ein Bluthund, der killt mich einfach. Das ist krass. Zeig mir deine Ware. So, hast du Erz? Du hast Erz und zwar eine ganze Menge. Jetzt gucke ich aber erstmal, was ich dir geben kann. Elegante Klinge. Cool, kann ich aber eh nicht nutzen. Königsklinge behalte ich mal als Ersatzwaffe. Der Orkhetzer. Oh, ey, guck mal da. So viel Erz kann er mir gar nicht geben. Der letzte Scheiß. Lass dich auf jemanden. Tote Sklaven. Hast du irgendwelche coolen Waffen oder so? Ne, du hast auch nur die Dämonenklinge, die ich auch selber habe. Das ist für das Kapitel, glaube ich, wirklich schon die beste Waffe, die es gibt. Okay, ich guck mal, ob ich ihm irgendwas anderes noch verscherbeln kann. Ach, siehste, genau, wenn wir jetzt nochmal hier sind, können wir nochmal gucken, ob wir irgendwelche Rezepte kochen können. Kann man ja im Zweifel jetzt nochmal ein paar Zutaten einkaufen, das machen wir jetzt nochmal hier. Den müssen wir, glaube ich, mal behalten. Der Smaragd wird 500 Erz wert sein. So, dann gehen wir doch mal ein bisschen runter. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Man darf ja auch nicht alles glauben, was man so. Okay, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz. Ich muss da irgendwo eine Kochstelle geben, ja, hier perfekt. War doch klar, dass das Ärger gibt. Also lass mich mal kurz. wer brennt dort denn jetzt? Okay, pass auf, also. Erstmal lesen wir das hier. Ich brauche die Suppe des Lebens. Was brauchen wir denn da nochmal? Kronstöckel, daran scheitert's, glaube ich. Wir haben keinen Kronstöckel. Und am Seraphis scheitert's, glaube ich, auch schon. Also weder Seraphis. Vier Seraphis brauchen wir. Wir haben, glaube ich, jetzt nur zwei, wenn ich das gesehen habe. Ne, drei haben wir, okay. Und Kronstöckel haben wir aber eh nur eins. Also da können wir eh nichts draus machen. Oder? Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Ne, zwei haben wir tatsächlich. Okay, das heißt, mir fehlt jetzt noch ein Seraphis, glaube ich. Weil ich weiß nicht genau, was als Reissuppe gilt. Ob als Reissuppe einfach nur einmal Reis gilt. Erwache! Ich kann mich gerade. Da ist er wieder bei Alpavis, unsere lebendige Nebelmaschine. Er wird nie alt. Zeig mir, was du hast. Hier! Es kann halt gut sein, dass als Reissuppe ganz normal eine Portion Reis gilt. Also. Oh, der hat tatsächlich nichts. Wo ist denn Dexter? Ach, hier. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Damit zu tun haben. Das war doch klar, dass es Ärger gibt. Oh ja, ich glaube, den Trank gönne ich mir jetzt mal. Ach, guck mal, er hat noch einen Kronstöckel. Aber gut, ich habe zwei Kronstöckel, also das ist nicht schlimm. Ah, und er hat auch noch einen Seraphis, perfekt. Er will dafür eine ganze Menge haben. What about this bow? Ah, guck mal, passt sogar fast. Gequatscht wird viel. Nämlich noch einen Geschwindigkeitstrank und deine Schutzerzzahlung kannst du mir auch direkt mal geben, ja, 10 Erz. So, jetzt müsste es eigentlich, also wenn jetzt Reissuppe als ganz normal als Reis gilt, dann könnte das jetzt klappen. Es ist vollbracht. Okay, also Reis als Reissuppe gilt einfach nur eine Portion Reis, okay. So, das heißt, es gibt uns jetzt noch zusätzliche Lebensenergie, genauso wie dieses Lebenselixier. Und eben dieses Sonder-Special Soup. Nochmal 15 zusätzlich, jawoll. Jetzt haben wir schon 455, das ist jetzt, glaube ich, schon echt ganz okay. Immer wieder dieselbe Leier. Bündel breche ich jetzt nochmal auf. Gequatscht wird viel. Ich habe leider nur eine Drachenwurzel, also mir fehlt mindestens noch eine zweite Drachenwurzel. Ja. Ansonsten kann ich da, glaube ich, jetzt erstmal nicht viel machen. Die Goblinbären, tja, ich könnte die halt einfach essen. Da habe ich halt 5 Geschicklichkeit mehr, aber das bringt mir halt gar nichts. Ich würde die Goblinbären ehrlich gesagt lieber verkaufen wollen. Weil von dem Erz
Also das Erz nutzt mir irgendwie gerade gefühlt im Moment mehr, um halt zu lernen. Um halt Lernpunkte zu vergeben. Dementsprechend, ja. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Finde ich das einfach im Moment sinnvoller. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wären wir jetzt hier erstmal durch. Wir brechen jetzt auf zum Kloster in den Bergen, um dort mit Gorn zusammen zu operieren, ja, und den nächsten Fokus zu holen. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bleibt gesund und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.